Erstes Thema: So viele Bitcoin braucht man, um 2040 in Rente zu gehen. Tatsächlich sind es 0,25 bis 1 BTC. Nein, ist natürlich nur ein Witz, also es gibt aktuell solche Schlagzeilen und Analysen und wir sprechen auch später darüber, was das aktuell genau bedeutet. Heute geht es aber vor allem um den potenziellen Einstieg einer großen nationalen Entität in Bitcoin, angeblich schon heute Nacht. Es geht um das Gerücht, welches Cardano gestern um fast 40% ansteigen lassen hat. Es geht generell um die Thematik, was Bitcoin historisch gesehen macht, nachdem ein neues Allzeithoch durchbrochen wurde und wohin die Reise als nächstes geht, auch preislich. Wir schauen uns an, was diese Woche alles noch so ansteht und vieles mehr. Wir haben auf jeden Fall einiges vor, natürlich trotzdem wie immer alles in 10 oder weniger Minuten. Falls euch diese Videos gefallen, könnt ihr diesen Kanal mit nur einem einzigen Klick gerne kostenlos noch abonnieren, um meine Arbeit hier auch wirklich enorm zu unterstützen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Den meisten von euch muss ich das wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber Bitcoin hatte ein unfassbares Wochenende mit einem Push über 80.000 Dollar und einem neuen Allzeithoch bei knapp unter 82.000 Dollar. Und wie ich das gestern in der News-Zusammenfassung auf X auch geschrieben hatte, das ist sogar ein neues inflationsangepasstes Allzeithoch, heißt man konnte mit Bitcoin oder man hatte mit Bitcoin noch nie so viel Kaufkraft wie heute. Auf dem Weg nach oben wurden natürlich eine Menge Short-Positionen liquidiert, die Bären heulen sich gerade die Augen aus und darüber berichten auch die Medien, also über diese Short-Liquidationen. Wenn man aber selbst mal in die Daten reinschaut, dann wurden in den letzten 24 Stunden nur in Anführungsstrichen 283 Millionen Dollar an Shorts liquidiert, im Gegensatz dazu aber 366 Millionen Dollar an Longs. Wie man hier in der Heatmap sehen kann, war das natürlich nicht in Bezug auf Bitcoin. Hier haben die Short-Liquidationen überwogen, sondern eher Altcoins, die in den letzten 24 Stunden entweder gefallen sind oder stark schwankend angestiegen sind. Ist für viele hier vielleicht ein etwas kompliziertes Thema, diese Daten zeigen uns aber letztendlich, dass einfach extrem viel Gier im Markt ist und dass trotz des allgemeinen Anstiegs im Kryptomarkt, der die Market Cap nun auf über 2,7 Billionen Dollar brachte, die Bullen, was das Hebeltrading angeht, sogar mehr Verluste gemacht haben als die Bären. Und wie gesagt, bei Bitcoin mussten die Bullen bisher noch nicht dran glauben, weil es mehr oder weniger einfach in einer steilen geraden Linie nach oben ging, aber sollte Bitcoin jetzt nur auf 77.250 Dollar zurückfallen, würden fast 1 Milliarde Dollar an Long-Positionen liquidiert werden. Kurz gesagt, diese extreme Gier, die hier auch beispielsweise beim Fear and Greed Index angezeigt wird, wird früher oder später in einem starken Leverage-Flush enden, der nicht irgendwie den Bullrun komplett beenden muss, aber zumindest eine starke Korrektur wäre, die Bitcoin so ein bisschen resettet, um dann von dort aus wieder nachhaltiger anzusteigen. Nur damit ihr Bescheid wisst, denn in einem Bullenmarkt bzw. vor allem in einem Bullenmarkt gehören einfach größere Korrekturen auch dazu. Das Ding ist halt, dass oftmals in solchen starken Aufwärtsbewegungen diese Korrekturen sehr schnell wieder aufgekauft werden. Allgemein sind diese Phasen nach einem Allzeithoch aber immer die besten, denn wie man hier in dieser Analyse sehen kann, gab Bitcoin das Erreichen eines neuen Allzeithochs historisch gesehen fast immer einen super Performance Boost. So ist die durchschnittliche 3-Monats-Rendite nach einem Allzeithoch doppelt so hoch wie die typische Rendite im gleichen Zeitraum und die mittlere 3-Monats-Rendite, also der Median nach einem neuen Allzeithoch, ist sogar 4-mal so hoch. Eine Analyse, die ich gestern auch im Twitter-Post mit aufgefasst hatte und da hatte ich dann noch geschrieben, sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte BTC bis Q1 2025 die 100.000 Dollar erreichen. Ich glaube nämlich, dass dieser Allzeithoch-Effekt kein Zufall ist, sondern dadurch kommt, dass erst durch das Erreichen des Allzeithochs der Retail-Markt so ein bisschen aufwacht, das aber dann die treibende Kraft ist, die Bitcoin noch viel höher pusht. Der Analyst Checkmate schrieb auch, Bitcoin hat die Euphoriezone erreicht, indem es die bisherigen Allzeithochzyklen überzeugend durchbrochen hat. Jetzt Cameron Winklevoss von Gemini schrieb zwar gestern erst auf X, der Weg für Bitcoin zu 80.000 Dollar, also zum aktuellen Punkt, war mit einer stetigen ETF-Nachfrage gepflastert, kein FOMO der Privatanleger, also kein Retail-FOMO, wenig Tam-Tam und da hat er vielleicht auch recht. Checkmate schrieb nämlich auch, die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs übertrafen letzte Woche das Wachstum des CME Open Interests bei weitem. Echte gerichtete Spotkäufe sind zurückgekehrt, also einfach der Fakt, dass diese Bewegung bisher von den großen Institutionen, den großen Wahlen und nicht unbedingt von den Kleinanlegern und auch nicht durch übermäßige Spekulation getrieben war. Wenn wir aber einfach mal auf das Suchvolumen auf Google nach dem Begriff Bitcoin schauen, dann hatten wir letzte Woche schon 51 aus 100 und für diese Woche, die vom 10. bis zum 16. November gemessen wird, anhand der Teildaten eine Schätzung von 79 aus 100, was
definitiv bedeutet, Retail ist zurück bzw. gerade am Kommen. Und auch wenn ich momentan so mein persönliches Umfeld mal anschaue und wer da plötzlich an Bitcoin interessiert ist, kann ich das auch einfach nur bestätigen. Kein Witz, erst gestern hat die Dame an der Fleischtheke meinem Bruder ihr Kryptoportfolio gezeigt. Kurzfristig ein sehr gutes Zeichen, denn das geht so wahrscheinlich auch weiter. Mittelfristig bedeutet das aber, dass der große Knall, der uns alle auch wieder auf den Boden der Tatsachen bringen wird, ebenfalls unvermeidlich ist. Genau die Leute, die sich gerade anschauen, wie viele Bitcoin sie brauchen, um 2040 in Rente zu gehen oder blind Prognosen vertrauen wie der letzten, die viral geht von Plan B, die Bitcoin in diesem Zyklus noch bei 500.000 Dollar sieht, müssen ja früher oder später auf die Schnauze fliegen. Bevor wir jetzt aber noch auf das Bitcoin-Gerücht, das Cardano-Gerücht und den restlichen Verlauf der Woche zu sprechen kommen, für diejenigen, die jetzt noch mit minimalen Gebühren in Bitcoin oder auch Altcoins investieren möchten, nutzt den allerersten Link in der Beschreibung für den 10 Euro Startbonus sowie 10.000 Euro freies Handelsvolumen bei der Kryptobörse Bitvavo, für deutsche Kunden Bitvavo powered by Hive. Nicht nur hat man dort über 300 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design und mit den niedrigsten Handelsgebühren im Markt, sondern auch viele weitere Vorteile wie beispielsweise die 100.000 Euro Kontogarantie. Ich persönlich nutze auch Bitvavo, genauso wie über 1,5 Millionen andere Nutzer, gönnt euch also gerne die Boni und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Große Dinge stehen bevor, Bitcoin explodiert plötzlich, während geheime Gerüchte über die Einführung durch einen Nationalstaat einen Krypto-Preisboom befeuern, tatsächlich eine neue Schlagzeile der renommierten Medienplattform Forbes. Jetzt Gerüchte und Spekulationen, dass irgendwelche Nationalstaaten im Hintergrund heimlich in großen Mengen Bitcoins akkumulieren, gibt es tatsächlich schon seit Jahren, angeheizt natürlich durch die Einführung von Bitcoin als legalem Geldmittel in El Salvador. Irgendwie scheinen aber genau diese Gerüchte und Spekulationen immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, genau wenn Bitcoin um diese Allzeithochpreise kursiert. Es begann mit einem Tweet vorgestern vom Bitcoin Magazine CEO David Bailey, der schrieb, es gibt mindestens einen Nationalstaat oder Nation State, ich glaube die bessere Übersetzung wäre einfach Land, das aktiv Bitcoins erwirbt und nun zu den 5 größten Bitcoin-Besitzern der Welt gehört. Hoffentlich hören wir bald von ihm. Heute in der Früh ging es dann aber mit einem weiteren Post vom Investor Mike Alfred weiter, der schrieb, ich habe gestern aus heiterem Himmel einen Anruf bekommen, es war jemand Wichtiges und sie sagten, dass heute Abend jemand Großes Bitcoin in großen Mengen kauft. Ich konnte es fast nicht glauben, als sie den Namen sagten, Wahnsinn, wir steigen so viel höher. Oder der CEO vom Satoshi Act Fund, Dennis Porter, mit den Worten, ich habe gerade ein weiteres internationales Telefonat beendet, ich kann bestätigen, dass die Angst vor FOMO durch Nationalstaaten real ist, der Superzyklus ist im Gange. Ist ja alles schön und gut, ich persönlich sehe hier aber keine seriösen Quellen, sondern nur irgendwelche Krypto-Dudes, die sich wichtig fühlen, weil sie angeblich irgendwelche internationalen Anrufe erhalten. Das Gerücht, welches aber prozentual noch viel mehr Wirkung zeigte, war bei Cardano mit gestern einem Anstieg von fast 40% und einem Test der 66 Cent Marke. Ein Anstieg, der es natürlich überall in die Schlagzeilen geschafft hat. Ich meine, ADA wurde von der Krypto-Community ja eigentlich dieses Jahr schon mehr oder weniger für tot erklärt. Ich wollte euch aber, damit man das einfach besser nachvollziehen kann, wirklich den Livestream-Clip einblenden, der dazu geführt hat, dass Cardano so stark durch die Decke ging. Second, a large part of my time in 2025 will also be devoted to the political process. I'm going to be spending quite a bit of time working with lawmakers in Washington, D.C., and quite a bit of time working with members of the administration to help foster and facilitate the crypto policy. So we will establish at Input-Output a policy office, and we're going to begin staffing that office. And hopefully by January, we can begin to participate in that process and work with certain key leaders in certain key positions. Also es stimmt zwar, Cardano pumpt 36% in 24 Stunden wegen Gerüchten über eine Zusammenarbeit zwischen dem Cardano-Gründer Charles Hoskinson und Donald Trump, aber, und das hatte ich hier auf Twitter auch hinzugefügt, in seinem letzten Livestream erwähnte Hoskinson lediglich ein Büro für Kontakte zur Regierung Vertretern zu eröffnen, nicht irgendwie, dass er eine formelle Einladung für die Trump-Administration oder ähnliches erhalten habe. Auch hier also ähnlich wie bei den Bitcoin-Gerüchten eher heiße Luft, es reicht aber bei Altcoins zum Teil halt schon für einen 40%-Pump. Wichtig zu verstehen ist aber auch, dass vor dem gestrigen Pump und vor dieser Spekulation Cardano ebenfalls schon sehr gut performte und wie das Analyseunternehmen Sentiment schreibt bzw. schrieb, denn das war noch vor dem Gerücht, Cardano war eine der bemerkenswerten Überraschungsaltcoins
Bitcoins, die während dieses kryptoweiten Pumps durch die Decke gingen. In den letzten 3 Tagen ist es nun um über 25% gestiegen und wir werden vielleicht bald etwas Retail-FOMO erleben. Die geduldige ADA-Community hat lange darauf gewartet. Ich gehöre tatsächlich auch dazu. Ich bin zwar nicht mehr der größte Cardano-Fan und ich glaube auch, dass bei Charles Hoskinson in den letzten Jahren sicherlich ein paar Sicherungen auch durchgebrannt sind. And in another decade's time, we'll be larger than Ethereum. And in another decade's time, we'll be larger than Bitcoin. And in another decade's time, the majority of governments in the world will run on our infrastructure. Nachdem ich aber ADA, ich glaube 2021, ziemlich aggressiv akkumuliert hatte, habe ich in den letzten Jahren nicht einen einzigen Coin hiervon verkauft und würde mich daher natürlich sehr freuen, wenn Cardano in diesem Bullrun wieder etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte. Und dann für euch noch ein kurzer Ausblick. Wir haben eine sehr spannende Woche vor uns mit am Dienstag den CPI-Inflationsdaten für Oktober, am Donnerstag den PPI-Inflationsdaten für Oktober, also von Seiten der Produzenten, ebenfalls am Donnerstag eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell und was Krypto angeht, wird es wahrscheinlich so oder so verrückt. Ich halte euch natürlich hier wie immer auf dem Laufenden. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Montag, bis zum nächsten Mal.